Das muss ich mir ansehen. Das sind Schirsch und die Mikroben. Die kennen das Gute. Da ist nach oben. Schirsch und die Mikroben. Die nichts anderes tun als rumzutoben. Schirm wäre gerne ganz normal. Ohne Stress und Hektik, das wäre ideal. Aber Titus, Obus, Wusch, Clio und Iggy sind manchmal die reinste Epidemie. Chaos hat bei Tag und Nacht. Jetzt endlich mal Ruhe, bitte! Ah! Nochmal, nochmal, nochmal! Nochmal! Hey, hör mal her, du rothaariger Rotzlöffel. Ich weiß zwar nicht, was das für ein Ding ist, aber du hast es falsch angeschlossen. Vergammle woanders weiter, Titus. Ich schreibe an meinen Papa. Lieber Papa, tut mir leid, dass ich dir erst jetzt schreibe. Mein Computer spinnt irgendwie völlig rum. Aber ist schon okay. Opa hat mir einen neuen gebaut. Oh, Shammy, sieh dir das an. Das ist ein harmloser pyrotechnischer Effekt. Für Kinder gut geeignet. Das ist cool, Opa. Wow. Bei Thor's Benjo! Was? Rein weg, mein Junge! Ich bin als Erster drin! Paul ist ein! Jeremy, wieso bewegst du deine Finger so schnell? Sind die heiß? Das ist ein Computer, Clio. Weißt du, wie der eine, an dem ich die letzten paar Monate jeden Abend meine Hausaufgaben gemacht habe, während du mir zugeguckt hast? Auf den Computer habe ich nie geachtet. Jedenfalls ist das etwas anderes als die alte Maschine, in der öfters Bilder von umherfliegenden Toastern gezeigt wurden. Die hier sieht gefährlich aus. Ach, woher denn? Du und deine krumpeligen Ideen sind die einzige Gefahr, die hier existiert. Was ist ein Krumpel? Du bist ein Krumpel! Oh. Hey, du Trottel! Du kannst doch nicht mal geradeaus gucken ohne Gebrauchsanweisung. Lass uns das Gerät reparieren, bevor du und dein dicker Hintern eine gewischt kriegen. Obers mag glückliches Geklacker, klingt wie Geräusch in Obers sein Kopf. Jetzt reicht's, Abflug, und zwar alle Mann. Ich will mich hier konzentrieren. Ja, alles okay. Mir geht's prima. Wie es dir geht, ist doch bei Zille. Hier geht's um Shermie. Der muss arbeiten, siehst du das nicht? Ich war richtig überrascht, wie gut es mir gefallen hat, in eine Kleinstadt zu ziehen. Okay, bis jetzt war's ganz lustig, aber jetzt will ich wieder zurück nach Hause. Schau, mein Schatz, dir wird es bei Opa sicher gefallen. Ist der nicht verrückt? Na, so redet man doch nicht über einen Mann, der den selbstkauenden Kaugummi erfunden hat. Mama hat uns die Uni gezeigt, an der sie ja jetzt Rektorin ist. Das Maskottchen der Peru-Universität ist ein boxendes Lama. Was sagt man dazu? Dann kamen wir an einem Gebäude vorbei, das nach Opa benannt ist. Das MadScope-Zentrum für gemeingefährliche Grenzwissenschaften. Es wurde kürzlich geschlossen, aber ich glaube, Opa hätte das verstanden. Mama und ich führen tolle und tiefgehende Gespräche in letzter Zeit. Es ist so, als ob wir die besten Freunde geworden wären. Dieser Umzug ist doch das allerhinterletzte. Wieso muss ich meine alten Freunde verlassen? Schatz, hör auf zu jammern, sonst gehe ich mit dir Kleider einkaufen. Deine alten Freunde werden es zu nichts bringen, zumindest laut ihren Lehrbeauftragten. Du, Mami, was wird denn aus mir, wenn ich mal groß bin, hä? Du wirst noch frecher, dann unter Beruhigungsmittel gesetzt und an den Zirkus verkauft. Sherman Boomerson. Hier herrscht das völlige Chaos. Hey, Meister Hirnfurz, wie lange schreibst du eigentlich noch an deinen Papa? Papa Gugu! Was soll das? Gibt's in meinem Leben immer noch unerforschte Bereiche, die du gern aufmischen würdest? Ach, Shermie, wir wollen dir doch nur helfen. Genau davor habe ich Angst. Mir wär's echt lieber, ihr würdet das lassen. Oh.
Ach, das meint er gar nicht so. Wisst ihr, Schreiben ist schwer für so einen Analphabeten. Oh, was heißt das? Keine Ahnung, ist halt ein schickes, langes Wort. Blöd, Mann. Meine neue Schule habe ich mir auch angesehen. Mama war da auch, vor langer, langer Zeit. Als die Jahreszahlen noch eine 1 vorne dran hatten. Hab eine 1 gekriegt. Hab eine 1 gekriegt. Oh, was ist 1? Nimm Bison von Feuer und putz Höhle. Oh, oh. Und dann waren wir endlich bei Opas Haus. Er hat uns feurig begrüßt. Was denn das? Keine Ahnung, welche Art von Forschung er betreibt. Es muss an meiner Formel liegen. B gleich MC Honig. Scheint hochspezialisiert zu sein. Oh, je schneller sie rennen, desto größer. Und, seltsam auch. Okay, also wir nehmen ganz einfach diesen Draht hier und kreuzen ihn mit, dem da. Hey, Titus, Drähte sind ganz schön trickreich und gefährlich. Ja, ja, ja. Ich finde, wir sollten die Finger davon lassen, bis Shermie es uns erlaubt. Keine Sorge, es ist eine erwiesene Tatsache, dass stromführende Drähte dieselbe molekulare Struktur wie Vanillepudding aufweisen. Das hättest du dir auch verkneifen können. Was erzählst du denn da? Das ist doch unwissenschaftlicher Unfug. Ich glaube, wir sind durch mit diesen Texten. Also hör mal, ich sag dir... Hey, ihr Bekloppten, könntet ihr euer Rumgefummel da hinten einstellen? Keine Aufregung, Stupsnase, wir wissen, was wir tun. Ach ja, sicher, klar. Das wäre das erste Mal. Obers, Obers, Obers hört bekannt an. Hier, halt das mal, du Doofi. Schöne Schnur voll mit Knisterprickel, Glitzer, Leuchtzeug. Ja, ist doch ungefährlich. Immer fluffig bleiben, Cleo. Vertraue meiner erfahrenen Führung. Au! Mein erster Tag in der Schule war ein echter Knaller. Wir sollten ein Folgeverprügeln vereinbaren. Sagen wir am, Mittwoch, so gegen Mittag? Meine Klassenlehrerin Frau Schmackes hat eine ganz spezielle Zuneigung zu mir gefasst. Ja! Ich verwende am Morgen einen Bleistift Nummer 2. Ich verspreche es Ihnen. Wenn du einfachsten Anordnungen nicht folgen kannst, wird dein wertloses Dasein eine noch üblere Verschwendung darstellen als jetzt schon. Das ist Unsinn und das kann ich beweisen. Das kannst du nicht, weil es unmöglich ist. Ach ja? Hey, könnt ihr die Lautstärke da unten mal runterfahren? Sonst gibt's gleich Chlorreiniger, lieber Zehnfresse. Nein, das andere Kabel. Das ist gar kein Kabel. Doch, doch, das ist ein Kabel. Technisch gesehen ist das ein Draht. Also echt, ihr Elenden. Allmählich finde ich jede Menge neuer Freunde. Zum Beispiel Tamara Pongi. Die ist eine echte Megasportskanone. Alles klar, Sean. Weiter so. Du schaffst das schon noch. Und dann gibt's da noch James J. Schocks den Dritten. Nun pass mal auf, Boomerson. Ich hau deinen läppischen Highscore schneller weg als diesen leckeren Napfkuchen hier. Oh, Obers mag Feature-Buchstaben. Geht von der Tastatur runter. Ihr macht bloß wieder alles kaputt. Und wer muss es dann stundenlang reparieren? Ich. Zu Hause hält Mama, wie du dir sicher denken kannst, das Haus nicht nur sauber, sondern rein. Und damit meine ich dermaßen was von super, mega, hyper rein. Nichts ist wirklich blitzblank sauber, solange man nicht ganz klar durchsehen kann. Tja, und über Skelly würdest du dich wundern. Sie wächst wirklich zu etwas ganz, Besonderem heran. Was ich ja immer schon mal wissen wollte, ist, wie stabil das Genick von Bruder Shermie ist. Mach das brutale kleine Monster ganz schnell wieder aus deinem Brief raus. Ich finde kaum die richtigen Worte, um sie zu, beschreiben. Alles in allem ist hier eigentlich alles cool und in Ordnung. Ich kann überall hin, wo ich will. Außer in Opas geheimes Labor. Das ist absolut tabu und es ist wirklich schwer, da reinzukommen. Yeah.
Meine Vorstellung eines normalen Lebens hat sich in Peru schwer geändert. Dann hole ich deine angebetete Ansammlung. Hauptsächlich wegen so ein paar anderen Buds, tollen Kids, mit denen ich zusammen bin. Ich sag dir doch, relativ ist. Manchmal gehen sie mir auf die Nerven und manchmal sind sie echt spitze. In gewisser Weise hängen sie an mir, als ob ich ihr adoptierter großer Bruder wäre oder sowas. Und wenn sie richtig gut drauf sind, machen sie Party, dass die Wände wackeln. Mindestens. So, Papa, das war's dann so ziemlich für heute. Ich glaube, ich mache jetzt dann Schluss. Opas neuer Computer hat ein paar kleine Störungen. Naja, eher große Störungen. Liebe Grüße von allen. Wir vermissen dich und hätten dich gern bei uns. Aber wahrscheinlich ist es bei dir viel aufregender als hier. In Liebe, Sherm. Diese Jugend heutzutage, immer ein Kommen und Gehen. In Sherms Fall ist das nur ein Gehen. Pika-Bubu. Oh, oh. Glaubst du, Shermie ist jetzt sauer? Kann sein, aber hey, ist doch egal. Das habe ich gehört. Wenn ich zurück bin, werde ich... Was steht ihr da so blöd rum? Los, holt Opa!